Studieren ohne Abitur, geht das überhaupt? Diese Frage wird uns oft gestellt, obwohl es diese Möglichkeit schon seit einigen Jahren gibt. Mein Name ist Annette Honsel und ich möchte Ihnen heute aufzeigen, wie Sie durch Ihre berufliche Qualifikation zu einem Bachelor oder sogar zu einem Masterabschluss kommen können, und zwar über ein Fernstudium beim ZFH Hochschulverbund. Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz erläutern, wer und was der ZFH Hochschulverbund ist, welches Angebot wir bzw. die uns angeschlossenen Hochschulen für Sie haben, welche Voraussetzungen Sie für eine Teilnahme erfüllen müssen und zum Schluss gibt es dann noch ein paar allgemeine Infos. Das sind wir, ein Verbund aus staatlichen Hochschulen, die neben ihren normalen Präsenzstudiengängen zusätzlich wissenschaftliche Weiterbildungsangebote für Berufstätige anbieten und dabei vom ZFH, dem Zentrum für Fernstudien, seit mehr als 20 Jahren unterstützt werden. Wir, das ZFH, sind eine wissenschaftliche Einrichtung mit Sitz in Koblenz und arbeiten für Hochschulen für angewandte Wissenschaft, also Fachhochschulen, vor allem in den drei Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Dem Verbund gehören inzwischen 21 Hochschulen in diesen drei Bundesländern, aber darüber hinaus auch in 5 weiteren Bundesländern an. Dabei gibt es eine klare Aufgabenteilung. Die Hochschulen konzentrieren sich auf alles, was mit dem Studium, seinen Inhalten, den Studienmaterialien, dem Prüfungsrecht, dem Studienablauf und der fachlich-inhaltlichen Beratung der Studierenden zu tun hat. Jeder Studienabschluss wird von der Hochschule, die den Studiengang anbietet, vergeben. Wir als ZFH unterstützen die Hochschulen bei der Einrichtung und Umsetzung der Fernstudiengänge und durch die Übernahme administrativer Aufgaben, wie zum Beispiel die allgemeine Information und Beratung von Studieninteressierten, die Durchführung der Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, den Versand der Studienmaterialien, den Gebühreneinzug und das Rechnungswesen sowie die Öffentlichkeitsarbeit und einiges mehr. Sie finden bei uns über 90 Fernstudienangebote aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Technik und Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Über unser Angebot informieren wir Sie durch unsere Ratgeber, die Sie kostenlos bei uns anfordern oder als PDF-Dokument auf unserer Homepage herunterladen können. Kommen wir nach diesen ersten allgemeinen Infos zum Wesentlichen, nämlich wie Sie ohne Abitur studieren können. Eigentlich ist das seit 2010 recht einfach und auch bundesweit möglich, vorausgesetzt, Sie verfügen über eine Hochschulzugangsberechtigung, kurz HZB. Um studieren zu können, brauchen Sie immer eine HZB. Das kann natürlich ein schulischer Abschluss sein, wie das Abitur oder die Fachhochschulreife. Seit 2010 kann aber auch eine Berufsausbildung als HZB dienen und Sie können damit studieren. Jedoch sind die genauen Regelungen in jedem Bundesland etwas anders. Grundsätzlich benötigen Sie dafür eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung und bis zu 3 Jahre Berufserfahrung, um dann ein zu Ihrer Berufsausbildung fachlich passendes Bachelorstudium machen zu können. Bei unseren Bachelorstudiengängen in Rheinland-Pfalz gehen diese Regelungen sogar noch etwas weiter. Hier können Sie mit Ihrer Berufsausbildung auch fachungebunden an einer Fachhochschule studieren, solange die Ausbildung maximal mit der Note 2,5 abgeschlossen wurde. Berufstätigkeit nach der Ausbildung ist seit kurzem nicht mehr erforderlich. Wie gesagt, das bezieht sich auf ein Bachelorstudium. Noch einfacher wird es, wenn Sie einen Meisterabschluss oder einen vergleichbaren Fort- und Weiterbildungsabschluss haben, wie zum Beispiel einen Abschluss als Techniker, Fachkaufmann oder Betriebswirt, Fachkrankenpfleger oder Pflegerin oder als staatlich anerkannter Erzieher oder Erzieherin oder zum Beispiel als Feldwebel oder Bootsmann. Diese Abschlussebene wird quasi dem Abitur gleichgesetzt und ermöglicht Ihnen den relativ problemlosen, fachungebundenen Zugang zu Fachhochschulen und zu Universitäten. Das ist in aller Kürze das, was man allgemein unter Studieren ohne Abitur versteht. Jedoch kann es dennoch möglich sein,
dass Studiengänge, besonders im Fernstudium, trotzdem bestimmte berufliche Voraussetzungen wie eine spezielle Berufsausbildung und/oder Berufserfahrung fordern, unabhängig von der formalen Voraussetzung der HZB. Bezogen auf unsere drei Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland und mit Blick auf unser Fernstudienangebot gibt es aber auch noch den Weg über Ihre berufliche Qualifikation in einen Masterstudiengang ohne vorhergehendes Bachelorstudium. Und das gilt bis auf drei Ausnahmen für alle unsere Masterangebote. Dazu benötigen Sie zunächst wieder eine Form der HZB, wie zuvor schon beschrieben. Manchmal ist eine fachlich passende Berufsausbildung erforderlich, auf jeden Fall aber mehrjährige, möglichst qualifizierte und zum gewünschten Studiengang fachlich passende Berufserfahrung. Des Weiteren müssen Sie an einer schriftlichen und mündlichen Eignungsprüfung teilnehmen. Wie umfangreich die ist und wie sie abläuft, legt jeder Studiengang individuell fest. Wir möchten Ihnen das an drei Beispielen erläutern. Die Hochschule Trier bietet einen Master of Computer Science in Informatik an. Dazu benötigen Sie eine HZB, entweder schulischer oder beruflicher Art. Es muss aber keine Ausbildung im EDV-Bereich vorliegen, obwohl es natürlich für das Studium hilfreich wäre. Entscheidend ist, dass Sie mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im EDV-IT-Bereich nachweisen können. Für die erforderliche Eignungsprüfung können Sie sich einmal im Jahr anmelden. Das gesamte Verfahren ist recht umfangreich und zieht sich mit mehreren Teilprüfungen über ein paar Monate hin. Wird das Prüfungsverfahren bestanden, können Sie zum folgenden Semester zum Masterstudium an der Hochschule Trier zugelassen werden. Beim zweiten Beispiel handelt es sich um einen Master of Business Administration, MBA, in der Fachrichtung Logistik, der von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen angeboten wird. Sie benötigen wieder eine HZB, wie zuvor genannt, also entweder über einen Schul- oder über einen Berufsabschluss, sowie ebenfalls mindestens 3 Jahre fachlich passende Berufserfahrung, diesmal im kaufmännischen Logistikbereich. Dieser Studiengang startet zu jedem Semester und hier kann auch die Eignungsprüfung zu jedem Semester absolviert werden. Sie dauert einen Tag und besteht aus einer Klausur, bei der insbesondere Ihre kaufmännischen Fachkenntnisse abgefragt werden, sowie einer anschließenden mündlichen Befragung, unter anderem auch zu Ihrer Studienmotivation. Ist die Eignungsprüfung bestanden, kann die Zulassung zum Masterstudium direkt erfolgen. Das dritte Beispiel bezieht sich zwar auch auf einen Masterstudiengang in der Logistik, aber an einer hessischen Hochschule, der THM, Technische Hochschule Mittelhessen, in Friedberg und mit einem anderen Abschluss als Master of Science. Wieder ist eine HZB erforderlich, aber in Hessen muss grundsätzlich immer auch eine Berufsausbildung vorliegen, wenn Sie zum Beispiel nur Abitur oder FH-Reife hätten. Und wieder sind mindestens 3 fachlich passende Berufsjahre im Logistikbereich erforderlich. Für die Eignungsprüfung gibt es hier 2 Wege. Der erste führt über Ihre Teilnahme am dreisemestrigen Zertifikatsangebot des Studiengangs, der inhaltlich dem Master entspricht, nur das 4. Semester für die Abschlussarbeit fehlt hier. Nach den 3 Semestern können Sie die Eignungsprüfung durchlaufen und werden dann vom Zertifikat in den Masterstudiengang umgeswitcht, den Sie dann beenden. Alternativ können Sie erst die Eignungsprüfung machen, die dann über einen einsemestrigen Vorkurs führt und steigen danach direkt in den Masterstudiengang ein. Die THM arbeitet bei der Durchführung der Eignungsprüfung mit einer anderen unseren angegliederten Hochschulen zusammen, der Hochschule Kaiserslautern. Sie haben jetzt hoffentlich einen kleinen Eindruck bekommen, welche Möglichkeiten Sie aufgrund Ihrer beruflichen Qualifikation haben können, aber auch wie viele Unterschiede es gibt. Wir beraten Sie deshalb gerne individuell und mit Blick auf Ihre Voraussetzungen und Ihre Wünsche. Aber warum überhaupt ein Fernstudium? Weil es berufsbegleitend, praxisnah und flexibel durchgeführt werden kann und weil es Ihnen nicht nur einen akademischen Abschluss, sondern auch mehr Selbstbewusstsein, Anerkennung
und Vorteile auf Ihrem weiteren Karriereweg bringt. Anmelden können Sie sich gerne in den Bewerbungszeiträumen zum Sommer- oder Wintersemester. Wir stehen Ihnen aber auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung und freuen uns deshalb auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf. Und zum Schluss noch unsere Kontaktdaten. Ansonsten bleibt es mir nur, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage oder auf unseren sozialen Kanälen oder rufen Sie uns an. Vielen Dank und bis bald.